Es gibt eine Zone in der Schweiz, wo die Geschichte ruht, also der ruhende Kern. Und das ist natürlich eine Grundfantasie, die sich in der Schweiz bis heute erhalten hat und die bis heute auch politisch ausgebeutet wird, die Vorstellung der ruhenden Schweiz, die sich nicht bewegt. Diese Vorstellung war immer schon falsch, aber sie hat durchaus auch für aufgeschlossene Leute eine bestimmte Magie. Ich spüre diese Magie auch, in diesen Bildern. Man ist immer auf dem Sprung zu fragen, wo finde ich die Realität dieser Innerschweizer Situationen, die tatsächliche Realität durch das Arrangement hindurch oder neben dem Arrangement oder hinter dem Arrangement. Für den Betrachter ist hier wie in einem Spiel. Und das betrifft auch die Figuren selbst. Also dieses Urnermädchen, das finde ich ein unglaublich faszinierendes Porträt. Nicht, weil es so und so angezogen ist und die Frisur hat. Es ist offensichtlich das schönste Kleid, das sie hat, das sie anzieht, wenn sie in die Kirche geht am Sonntag. Aber das Gesicht und wie hier diese Vorsicht, diese Mischung von Angst und Schüchternheit dem Fotografen gegenüber, die Spannung im Moment des Fotografiertwerdens, wie das hier herauskommt, das ist von heute aus gesehen großartig. Und er hat nicht gewusst, was für ein großartiges Porträt er hier schafft, während er bei vielen anderen, sagen wir, bei den vielen knorrigen alten Männern mit diesen Bärten, die alle uns an die Tell-Illustrationen, an die Tell-Bilder in der Tellskapelle und so weiter, in den Rütli-Schwur-Szenen, die alle im Kopf haben. Man hat die Leute, die der Stückelberger in der Tellskapelle gemalt hat und in seinen Rütli-Schwur-Darstellungen, die hat man dann in Uri gesucht. Und wenn einer denen geglichen hat, hat man gesagt, das ist jetzt das Urbild. Dabei ist das ja nur die Annäherung an die Fantasie der Maler. Es wird sozusagen überall ein entschärftes Idyll gezeigt, so wie es auch ein sehr sauberes Idyll ist.